Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist ein, ja, kann man schon sagen, besonderes Video, weil hier zum ersten Mal alle drei Teilnehmer unserer kleinen Gruppe, also der Norbert Lübcke, der Nils Prissing und ich, ein Video gemeinsam gestaltet haben. Von Norbert Lübcke stammt das Skript in enger Zusammenarbeit mit Eberhard Detert. Nils hat das Video im Hintergrund geschnitten und ich habe das Audio eingesprochen und das Video quasi in Form gebracht. Noch ganz kurz zu den beiden, Eberhard Detert und Norbert Lübcke. Die beiden würde ich mal als absolute Spezialisten für die Sprengchemie in Force bezeichnen. Die beiden haben das ja weit über 20 Jahre schon erforscht und auf den 500 Hektar Gelände gibt es, ja, ich denke mal einige hundert Gebäude und lediglich ein einziges kleines Gebäude, es ist eher ein Schuppen, das konnten sie nicht zuordnen, ansonsten sind von allen anderen Gebäuden die Bedeutung und die frühere Funktion bekannt. Und auch sonst mit der Technologie, was da wie genau passiert ist und so weiter, kennen die beiden sich bestens aus. Also ihr könnt hier einen höchst qualifizierten Text erwarten, der ja teilweise sehr technisch ist, aber insgesamt keine Fragen offen lässt. Okay, fangen wir an. Forst im Zeichen der Rüstungsproduktion. Nur wenigen Einwohnern der Stadt Forst, vormals Manchester des Ostens genannt, wegen seiner ausgeprägten Textilindustrie ist diese Seite der Stadtgeschichte überhaupt in Erinnerung. Und doch war es gerade dieser industrielle Ausrichtung und anderen Faktoren zuzuschreiben, dass Forst in Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs als Standort für die Etablierung eines Werkes zur Herstellung von Schießpulver auserwählt wurde. Unverzüglich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wurde vom Reichswehrministerium der SPD geführten Weimarer Republik, getragen vom Wunsch nach Vergeltung, analysiert, welche unzureichenden Vorbereitungen zum Verlust der Initiative geführt hatten. Insgeheim wurde durchgerechnet und geplant, was bei einem neuerlichen Waffengang besser zu machen sei. Dabei stellte man zum Beispiel fest, dass der süd- und ostdeutsche Raum nur unzureichend mit Pulverwerken ausgestattet war. Mit der Machtübernahme durch die NSDAP im Januar 1933 hofften die Industriekonzerne auf neue Staatsaufträge, denn sie hatten der Hitlerpartei schließlich in den Sattel geholfen. Was zuvor nur auf dem Reißbrett existierte, konnte endlich frei von Hemmnissen in Angriff genommen werden. Unter dem Dach der IG Farben waren die Unternehmer der Pulver- und Sprengstoffherstellung bereit zu expandieren. Allerdings gab es Vorbehalte, was die Risiken des Anlagevermögens betraf. Großzügig mit dem Geld der Steuerzahler übernahm das Oberkommando des Heeres, also das OKH, die Finanzierung und das Absatzrisiko. Eigens dafür wurde die staatliche Verwertungsgesellschaft für Montanindustrie GmbH, kurz Montan, geschaffen. Die Montan vertrat das OKH beim Bodenerwerb, bei der Auftragserteilung, der Abrechnung und Verwaltung der bereitgestellten Geldmittel. Die Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Institutionen und dem Chemiekonzernen als Teil der privaten Wirtschaft wurde in einem Mantelvertrag geregelt. Die Firmen, maßgeblich die Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff AG, WASAG, und die Dynamit AG, DAG, brachten ihr Know-how ein. Nach dem Diktat der Siegermächte des Ersten Weltkriegs gab es in Deutschland nur noch zwei Betriebe, in denen militärische Sprengstoffe gefertigt werden durften. Für den kalkulierten Bedarf mussten somit neue Anlagen gebaut werden. Für diese Aufgabe wurden Tochtergesellschaften gebildet. Von der WASAG, die Deutsche Sprengchemie GmbH, DSC, und von der DAG die GmbH zur Verwertung chemischer Erzeugnisse, kurz VC. Nach dem sogenannten Schnellplan PSV, Pulver, Sprengstoff und Vorprodukte, wurden von der DSC und der VC Planung und Bau von jeweils 8 Betrieben in Angriff genommen. Ein wesentlicher Faktor bei der Planung war die Standortwahl. In einer Besprechung über Bauvorhaben des Heereswaffenamtes beim Wehrmachtstab am 3. März 1937 referierte Hauptmann Haug über die Schwierigkeiten,
die sich bei der Durchführung der Erkundungen ergeben. Im Protokoll heißt es, die Errichtung von Sprengstoff- und Pulverfabriken sei standortgemäß an die Weisungen des Generalstabs gebunden. Die Grenzgebiete kamen daher nicht in Frage. Ferner müsse berücksichtigt werden, dass die Fabrikation in der Nähe der Rohstoffzentren läge. Schließlich ist die Durchführung des Vorhabens von einer Reihe technischer Bedingungen abhängig, wie Bodenbeschaffenheit, Möglichkeiten der Arbeiterunterbringung, Eisenbahnanschluss, Einhaltung von Sicherheitsgrenzen und so weiter. Der Tarnungsfrage müsse besondere Bedeutung beigemessen werden. Ackerland und Ödland könne daher nicht in Frage kommen. Die Errichtung müsse daher im Waldgebiet vorgenommen werden, möglichst in der Nähe von fließendem Wasser. Die Waldungen würden durch die Fabrikerrichtung etwa nur zu 5% der beanspruchten Fläche beeinträchtigt. Für die Planung werde im Allgemeinen eine Fläche von 500 bis 600 Hektar benötigt. Forst erfüllte diese Anforderung weitestgehend und es wurde die Errichtung eines Werkes der DSC zur Herstellung von Pulver ohne Lösungsmittel, POL, entschieden. Das kommt demnächst noch öfter, diese Abkürzung, also POL steht für Pulver ohne Lösungsmittel. Das Projekt in Forst erhielt den Tarnnamen Wald. Vermessungs- und hydrologische Vorarbeiten fanden von 1938 bis 1939 statt. Der Baubeginn im vor dem Gräflich-Brühlschen Wald bei Scheunow lag im Jahr 1940. Mit einem 7 Kilometer langen Zaun wurde eine Fläche von ca. 500 Hektar umfasst. Außerhalb des eigentlichen Betriebsgeländes entstanden Arbeiterunterkünfte, die für etwa 1000 Personen bestimmt waren. Im sogenannten Steinlager, gelegen an der Zufahrtsstraße zum Haupteingang, in dem anfänglich Dienstverpflichtete aus dem Großraum Forst, Döbern, Weißwasser untergebracht waren, standen 20 Steinbaracken. Diese waren teilunterkellert, der Keller als Luftschutzraum ausgebildet. Leider wurden im vergangenen Jahr sämtliche Reste dieser Gebäude entfernt. Zu diesem Lager wurde auch ein Casino errichtet, das vorerst die Verpflegung der Bauarbeiter übernahm. Daneben gab es ein eigenes Heizwerk, ein Entlausungsgebäude, ein Gebäude für die Bekleidungskammer, das zugleich auch Wohnhaus des Lagerleiters war, das Hackfruchtlager, Schweinestall und anderes mehr. In Scheunow an der Friedrich-Wöhler-Straße wurde ein Gästehaus, eine Gewäscherei, zweietagige Wohnblöcke errichtet. In der Kekulestraße entstanden zwei Einfamilienhäuser für leitende Angestellte und in der Wilhelm-von-Hofmann-Straße vor der Front des Ausbildungslagers für DRK-Helferinnen nochmals vier Mehrfamilienhäuser für Stammpersonal. Und letztlich wurden drei Doppelhäuser für Werksmeister an der Scheunower Straße zwischen Berthold-Schwarz-Straße und Birkenallee errichtet. Kleine Anmerkung von mir, diese genannten Straßen gibt es heute alles nicht mehr. Das Scheunower Wohnviertel wurde nach dem Krieg komplett abgetragen. Zurück zum Text. Die POL-Werke sind nach einem einheitlichen Schema errichtet worden. Sie bestanden aus mindestens zwei grundsätzlich gleichen Teilen. Von 1940 bis April 1941 wurden im Forsterwerk die Produktionsanlage POL 1 eingerichtet und bis November 1941 war POL 2 im Wesentlichen fertiggestellt. Ausbaumaßnahmen erfolgten noch bis 1945. Auf dem Werksgelände wurden über 400 Gebäude errichtet, 75 Kilometer Straßen betoniert, 38 Kilometer Vollspurgleis verlegt und umfangreiche Netze für Strom, Wärme und Wasserversorgung, Abwasserableitung installiert. Eine Anmerkung an dieser Stelle. Leider sind zum Betrieb Wald bisher keine Originalunterlagen aufgetaucht. Und es ist Sache einer mühseligen Feldforschung, konkrete Aussagen zu erarbeiten. Die Produktionsanlagen waren in Produktionsketten aufgeteilt. Die Auswertung der selbst erarbeiteten Gebäudelisten, die räumliche Zuordnung im Werksplan, die funktionelle Einordnung der Gebäude in das Produktionsschema lassen den Schluss zu, dass im hiesigen Werk 6 bis 8 solcher Produktionsketten bestanden. Herzstück jeder Anlage sind die sogenannten Ölberge.
Ein Konglomerat von 10 Gebäuden zur Herstellung von Nitroglycerin. Umgangssprachlich Nitroglycerin, eigentlich Glycerinnitrat. Davon gab es in jeder Produktionsanlage 2 Stück. Insgesamt gibt es also in Forst 4 Ölberge. In den Ursprüngen der industriellen Nitroglycerinherstellung, die Dynamitfabrik Krümmel in Geesthacht bei Hamburg, diente das natürliche Geländeprofil, also die Hanglage, zur Ausnutzung der Schwerkraft zur Beförderung des Nitroglycerin von Prozessstufe zu Prozessstufe. In Forst und den anderen DSC-Standorten wurden dazu künstliche Erhebungen geschaffen. Diese messen im hiesigen Flachland immerhin mehr als 30 Meter über Geländeoberkante. Kurz umrissen war der Ablauf in diesen Ölbergen wie folgt. Vom Glycerinlager Maschinenhaus wurden die Ausgangskomponenten Glycerin bzw. auch Diethylenglycolnitrat, DGDN und die Nitriersäure, ein Gemisch aus konzentrierter Salpeter und Schwefelsäure, zum Nitrierhaus auf dem Gipfel des Berges gepumpt. Hier erfolgte der Nitriervorgang. Das entstandene Nitroglycerin ist an Ort und Stelle das erste Mal gereinigt und dann zum eine Ebene tiefer gelegenen Waschhaus weitergeleitet worden. Die verbrauchte Säure wurde zur Denitrierung abgeleitet und anschließend im Abfallsäurelager gesammelt. Von dort gelangte sie zur Säureanlage, in der die Komponenten getrennt und durch Hochkonzentration wieder prozesstauglich gemacht wurden. Das Wasser aus dem Nitrierhaus wurde zum Nachscheidehaus geleitet, um Spuren von Nitroglycerin abzuscheiden. Hernach floss dieses Wasser zum Abwasserhaus, gleichfalls hierher gelangte das Wasser aus dem Waschhaus. Der Weg des Nitroglycerin führte weiter zum Nachfilter-Lagerhaus, wo letzte Verunreinigungen beseitigt wurden. Danach gelangte es in das Rohmasse-Mischgebäude. In diesem Gebäude wurde Nitrocellulose mit dem Nitroglycerin getränkt und damit die Rohmasse für das POL erzeugt. Die Nitrocellulose wurde davor im Durchreibegebäude für diese Prozedur vorbehandelt. Nach der Vermengung von Nitrocellulose und Nitroglycerin erfolgte eben da eine Nachbehandlung, in dem die Rohmasse durchgerieben und diverse Zuschlagstoffe beigemengt wurden. Danach kam die Rohmasse in Absetzhäuser, wo über mehrere Tage ein Reifeprozess erfolgte, der zur Gelatinierung führte. Bei der Fertigung von POL wurde zuerst die Nitrocellulose in Durchreibemaschinen zerkleinert. Anschließend wurde sie mit dem Sprengöl getränkt und mit den je nach Endprodukt unterschiedlichen Zuschlagstoffen gemischt. Durch Zentrifugieren wurde dieser Masse das Wasser entzogen. Im Labyrinth wurden die mitgerissenen POL-Teilchen abgesetzt, das gereinigte Wasser wieder dem Prozess zugeführt. Das Mischen und Zentrifugieren erfolgte im Rohmasse-Mischgebäude. Die entstandene homogene Pulver-Rohmasse wurde anschließend nochmals durchgerieben und dann zum Reifen in unterschiedliche Rohmasselager gebracht. Nach dem Reifen wurde die Rohmasse unter Zugabe weiterer Zuschlagstoffe geknetet und infolge jedes Prozessschrittes steht die Reifung in sogenannten Absetzhäusern. Noch kurz ein Wort zu den Zuschlagstoffen, die schon mehrfach erwähnt wurden. Diese dienten beispielsweise, um das Mündungsfeuer dunkler zu machen, damit es also nicht so hell scheint, sondern etwas dunkler ist. Nur jetzt mal, um ein Beispiel zu nennen. Im nächsten Schritt ist auf geheizten Walzen die Rohmasse zu Bahnen ausgezogen worden. Dabei wurde Wasser und das nicht gebundene Nitroglycerin ausgepresst. Diese Suspension gelangte zur Neutralisation und wurde dort unschädlich gemacht. So jedenfalls bis zum fluchtmäßigen Verlassen des Werkes. Mit der dann folgenden Formgebung trennten sich die Wege der verschiedenen Pulversorten. Die grob gewalzten Pulverbahnen wurden zusammengerollt und zu den Pressen befördert, zu Röhren gepresst, auf die entsprechende Länge geschnitten und getrocknet. Die Pulverbahnen für Plattenpulver wurden fein ausgewalzt, in Platten geschnitten, genarbt, also zur Verbesserung des Abbrandes, getrocknet und von Hand verlesen.
die Pulverbahnen für gestanztes Plattenpulver und Röhrchenpulver wurden in Platten geschnitten und gestanzt, getrocknet und sortiert. Die Pulverbahnen für geschnittenes Blättchenpulver wurden in Streifen und weiter in Blättchen geschnitten, getrocknet und mit einer Siebtrommel ausgelesen. Anschließend wurden mehrere Chargen der jeweiligen Pulversorte zu einer einheitlichen ballistischen Qualität vermengt. In den Mischtrommeln wurde Graphitstaub zugegeben, welcher die Oberfläche des Pulvers überzog. Damit wurde eine statische Aufladung verhindert. Das fertige Pulver wurde in luftdichte Kisten verpackt und vom Beauftragten des Heereswaffenamtes abgenommen. Dazu wurden Stichproben aus jedem Los laboriert und beschossen. Die Rückgewinnung und Aufbereitung der Abfallsäure geschah an Ort und Stelle. Dafür gibt es zwei Säureanlagen. Bereits in den Ölbergen erfolgt ein erster Schritt. Im Denitrierturm wurde von unten mit luftgemischter 150 Grad heißer Dampf eingeblasen, während die verbrauchte Nitriersäure von oben herabrieselte. Der heiße Luftstrom oxidierte die Nitrosengase zu Salpetersäure. Die gesammelte Abfallsäure wurde per Kesselwagen zur Säureanlage befördert. Dort setzte man diesen Prozess fort. Der nächste Schritt war die Trennung von Salpeter und Schwefelsäure. In dem betreffenden Gebäude der sogenannten Hochkonzentration standen zwei große Kessel, in denen das Säuregemenge unter Verwendung von Generatorgas erhitzt wurde. Zuerst ging die Salpetersäure, Siedepunkt 84 Grad, in den gasförmigen Zustand über und wurde in anschließenden Konzentrationsbatterien verflüssigt. Die so gewonnene Säure hatte eine Konzentration von 50-55%. Zur weiteren Konzentration schickte man diese zusammen mit 96%iger Schwefelsäure durch Konzentrationstürme und erzielte letztendlich eine 98-99%ige Salpetersäure. Die Schwefelsäure verdünnte sich dabei auf 68%. Um letzte Spuren von Nitrosenverbindungen in der im Kessel verbliebenen Schwefelsäure zu beseitigen, wurde diese in feinster Verteilung durch wiederholtes Herumschleudern mit entgegentretenden Luft- und Wasserdämpfen gemischt, sodass bei einer Temperatur von 160-175 Grad eine vollständige Oxidation der salpetrigen Dämpfe stattfand. In entsprechenden Reaktortürmen erfolgte die Niederschlagung der Salpetersäuredämpfe durch Berieselung mit verdünnter Salpetersäure. Die Konzentration der regenerierten Schwefelsäure lag bei 62-68%. Zur Hochkonzentration der verdünnten Schwefelsäure, Siedepunkt 101 Grad, musste nur das Wasser verdampft werden. Dadurch wurde ein Säuregehalt von 96% erzielt. Zu den Säureanlagen gehörten neben dem Gebäude für die Hochkonzentration diverse Lager für Abfallsäure, Salpeter und Schwefelsäure, ein Kalkauflösegebäude, Absatzbecken und ein Lager für Braunkohlebriketts, aus welchem das Generatorgas erzeugt wurde. Die verbrauchten Säuren ließen sich allein durch den zuvor beschriebenen Prozess nicht in vollem Umfang regenerieren. Es mussten gewisse Mengen frischer Säure zugeführt werden. Die höchst konzentrierte Schwefelsäure, auch als Oleum oder rauchende Schwefelsäure bezeichnet, hatte die Eigenschaft, schon bei plus 10 Grad zu erstarren. Bevor sie in der Säureanlage verwendet werden konnte, musste sie unter Umständen erst erwärmt werden. Das geschah im Auftauschschuppen. Neben den eigentlichen Produktionsanlagen gab es auf dem Werksgelände Anlagen unterschiedlichster Zweckbestimmung. Besonders wichtige Anlagen, wie zum Beispiel die Wärmekraftwerke, die Turbinenhäuser, die Wasser- und die Klärwerke, sind in doppelter Ausführung gebaut worden. In den Kraftwerken waren je zwei Hochdruckkessel mit einer Leistung von zusammen 40 Tonnen Dampf pro Stunde aufgestellt. Der Dampf diente einerseits zur Wärmeversorgung des Produktionsprozesses, zur Heizung der Gebäude, aber auch zur Energieerzeugung. Die benötigte erhebliche Kohlemenge wurde auf einem zentralen Platz gelagert und bedarfsweise den Kraftwerken zugeführt. Die anfallende Asche sowie weitere Abprodukte wurden in der nebenliegenden Kiesgrube aufgeschlossen für den Bau des Werkes verkippt.
In den Kraftwerken zugeordneten Maschinenhäusern war jeweils ein Entnahmekondensationsturbosatz installiert, der eine Leistung von 3500 bis 4000 Kilowatt erbrachte. Die Turbinen gaben eine Spannung von 6000 Volt ab. Von einem weiteren Gebäude aus, der Hauptverteilung, wurde diese Mittelspannung an sogenannte Ringtransformatoren geleitet, Transformatorenhäuser in den Verbraucherschwerpunkten, in denen auf 380 bis 220 Volt abgespannt wurde. In der Hauptverteilung befand sich außerdem ein Notstromaggregat, getrieben von einem großen Schiffsdiesel. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit der Fremdeinspeisung aus dem Landesnetz. Die Wasserwerke mussten 20 Millionen Liter Wasser in 24 Stunden bereitstellen. Dafür waren drei Brunnengalerien angelegt worden, mit insgesamt 28 Brunnen von ca. 25 Meter Tiefe. Um Wasser zu sparen, wurde am Kraftwerk 1 eine Rückkühlanlage errichtet und zur Bevorratung von Kühlwasser ist am Kraftwerk 2 ein Tiefbehälter gebaut worden. Alle oben angegebenen Anlagen standen untereinander in Verbindung. Im DSC-Werk Forst wurde kein Wasser aus der Neiße verwendet. Das Gebäude, welches der Wanderer am Flussufer vorfindet, dient dem Überpumpen der Abwässer über den Hochwasserdeich. Die Behandlung von Produktionsabwässern erfolgte nach strengen Richtlinien. Und doch gab es über Sickerteiche und Schluckbrunnen eine Belastung des Grundwassers. So sah man sich gezwungen, eine Wasserenthärtungsanlage nachzurüsten. Besonderes Augenmerk war auf säure- und sprengölhaltige Abwässer zu richten. Es wurden jeweils zwei Ölberge eine große Neutralisation zugeordnet. Im Bereich der Pressen gab es für das Unschädlichmachen des Sprengöls je Produktionsanlage eine kleine Neutralisation. Wie eingangs ausgeführt, ist durch das fluchtartige Verlassen des Werkes Mitte Februar 1945 keine Entsorgung mehr erfolgt. So verblieben Reste von Sprengöl in diesen Neutralisationsgebäuden als auch in den zuführenden Rohrleitungen. Unkenntnis und Leichtfertigkeit führten in der Folge zu zwei Explosionsunglücken, bei denen noch 60 Jahre nach dem Krieg drei Menschen starben. In einem abgelegenen Winkel des Werksgeländes befindet sich ein umwallter Verbrennungsplatz. Er diente der Vernichtung von kontaminierten Sägespänen, mit denen die Pressen und das Laborgebäude sowie diverse Absetzhäuser für acetonfeuchte Massen gereinigt wurden. Im Hauptlabor wurde die Qualität der eingehenden Rohstoffe, der erzeugten Zwischenprodukte und des fertigen Pulvers nach den festgelegten Bedingungen laufend überprüft. Ferner wurden Versuchsmischungen hergestellt und erprobt. Der finale Test erfolgt auf dem Schießplatz, der heute von einer Recyclingfirma genutzt wird. Bei Probebeschießungen mit dem hergestellten POL wurde ermittelt, die Laborierung, der Ladungsaufsatz, die Leistung der Pulver, die Mündungsgeschwindigkeit und die Dämpfung des Mündungsfeuers. Im Werk gab es zwei Sanitätsgebäude. Eins davon befindet sich in unmittelbarer Nähe der Laborierung, der Munition, des Schießplatzes, das zweite in der Nachbarschaft des Verwaltungsgebäudes. Hinzu gab es eine Werkrettungsstelle, also eine Feuerwehr. Der dazugehörige Schlauchtrockenturm diente gleichzeitig als Ausguck für eine ständige Brandwache. Es gab einen zentralen Werkstattbereich. Dort angesiedelt waren die Hauptwerkstatt mit Lokschuppen, die Bleilöterei, das Chemikalienlager, ausgestattet mit einer Hammermühle, das Lager für Chemiemittel. Diese Gebäude waren mit Gleisanschluss versehen. Ferner eine Tankstelle, die Elektrowerkstatt, eine Tischlerei mit Holzlager und eine große Elektrokan-Ladestation. In der Nachbarschaft befand sich außerdem ein Dienstleistungsgebäude, in dem Wäscherei, Schneiderei und Schuster untergebracht waren, welche die ausgegebenen Arbeitsbekleidungen reinigten und reparierten. Die oben angegebene Elektrokan-Ladestation in großer und kleiner Ausführung gab es auch verstreut in den Produktionsanlagen. Die Elektrokan waren das hauptsächliche Beförderungsmittel zwischen den verschiedenen Prozessgebäuden. An der Grenze zwischen POL 1 und POL 2 wurde außerdem ein Dieselschlepperschuppen gebaut.
Diese Zugmaschine wurde gebraucht, um zum Beispiel die schweren Teile der Nitroglycerinanlage im Bedarfsfall auszuwechseln. Unmittelbar am Rand vom Ölberg 2 und 3 befindet sich je ein Entladeschuppen mit Kranbahn. Dorthin gelangten auf dem Schienenweg die Ersatzteile, wurden mit dem Kran auf den Tieflader umgesetzt und dann auf der Straße zum Bestimmungsort gebracht. Nicht zu verwechseln sind diese Gebäude mit dem Verladeschuppen, ebenfalls je einer den Produktionsanlagen zugeordnet, die äußerlich ähnlich für das Verladen der Pulverkisten bestimmt waren, aber ohne Kranbahn ausgeführt sind. Neben der Hauptwerkstatt gab es in jeder Produktionsanlage eine Betriebswerkstatt. In der Esse eines dieser Werkstattgebäude nistet seit Jahren ein Waldkauzpaar. Zur Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Produktion bedurfte es großer Lagerkapazitäten für die flüssigen und festen Ausgangsstoffe. Allein für die Bevorratung der Nitrocellulose waren insgesamt 6 Lagerschuppen vorgesehen. Die Nitrocellulose wurde übrigens im 50 Kilometer entfernten Werk bei Christianstadt am Bober, Tarname Rüster, hergestellt und per Eisenbahntransport angeliefert. Alle ein- und ausgehenden Produkte wurden über eine Gleiswaage geleitet. Das Werk Forst erbrachte 1943-44 eine Jahresleistung von 13.611 Tonnen POL. Mithin monatlich durchschnittlich 1.134 Tonnen, arbeitstäglich also über 40 Tonnen Pulver. Von Montag bis Freitag ist in 2 Schichten gearbeitet worden. In der Frühschicht von 5.30 Uhr bis 14.30 Uhr und in der Spätschicht von 14.30 Uhr bis 23.30 Uhr. Am Samstag wurde nur die Frühschicht gefahren. Teile der deutschen Beschäftigten aus Forst und naheliegenden Dörfern erreichten das Werk mit dem Fahrrad. Sie passierten eine der 4 Wachen, die Fahrräder mussten zurückgelassen werden. Die dienstverpflichteten Frauen und Männer sowie die Fremdarbeiter aus Stein- und Holzlager betraten das Werk über die Hauptwache. Weiter weg wohnende Beschäftigte wurden mit werkseigenen Bussen herangebracht oder nutzten die Bahnverbindung über die Strecke Forst-Teupitz-Sorau. An dieser Strecke wurde eine Bahnstation für das Werk eingerichtet. Um das zu erwartende Güteraufkommen bewältigen zu können, wurden am Bahnhof 4 Rangiergleise verlegt. Auf Höhe des damaligen Stellwerks Groß Bad Meusel zweigten Anschlussgleise in das Werksgelände ab. Das in östlicher Richtung abgehende Gleis erschloss praktisch sämtliche Produktions- und Nebenanlagen. An diesem gab es auch einen Personenbahnsteig mit Kontrollhäuschen. Das Anschlussgleis in westlicher Richtung war für die Befahrung des Kohlelagerplatzes, des Schießplatzes und der Deponie Kiesgrube angelegt. An diesem Strang befindet sich auch der Verladeschuppen für POL2. Das Ein- und Ausfahren erfolgte über Eisenbahntore, die durch den Werkschutz bedarfsweise geöffnet wurden. Den innerbetrieblichen Transport auf der Schiene besorgten werkseigene Lokomotiven. 3 Dieselloks, eine Dampfspeicherlok, also feuerlos, und eine Dampflok mit Tender. Der Werkschutz war verantwortlich für die Einlasskontrolle und patrouillierte außerdem entlang der Umfriedung als auch im Werksgelände. In den Produktionsanlagen gab es eine Untergliederung in 2 Meisterbereiche. Mithin sind 4 Meisterbüros vorhanden. Vor diesen Büros waren die Kontrolluhrenhäuschen aufgebaut. Zu jedem Meisterbereich gehörten 2 sogenannte Wohlfahrtsgebäude. Heute würde man sagen Sozialgebäude. Auf 2 Etagen waren Aufenthalts- und Umkleideräume sowie Waschräume und Toiletten eingerichtet. Der Kellerbereich diente dem Luftschutz. Über allem wachte die Verwaltung des Werkes. Das Verwaltungsgebäude nahe dem Haupteingang beherbergte die Werkleitung, das Dienstzimmer des Wehrmachtsbeauftragten, die Hauptbuchhaltung, das Lohnbüro mit zugehörigem Tresorraum, die Personalabteilung, das Archiv und die Telefonzentrale sowie die Bauleitung. Auch hier war der Kellerbereich für den Luftschutz eingerichtet. Mehrheitlich waren die Gebäude in solidem Stahlbeton ausgeführt. Daher wohl die irrige, immer wieder kolportierte Aussage, dass es sich um Bunker handle.
In Fachliteratur wird hierzu ausgeführt Allgemeines über Sprengstofffabriken, Bauweise. B. Schwere Bauart, Gebäude mit drei widerstandsfähigen Wänden und eben solchen in einem Winkel von mindestens 15 Grad nach vorn ansteigendem Dach und leichter Ausblasewand an der Frontseite. Die Autoren Eberhard Detert und Norbert Blübker hatten mit Unterstützung durch Herrn Kern Gelegenheit im Archiv der Stadt Waldkraiburg, ehemaliger Standort eines DSC-Werkes, über 1500 Baupläne zu sichten. Keines der projektierten, ausgeführten Gebäude war monolithisch gebaut, also ein Kriterium für Bunkerbauten. Auch Deckenstärken von 2 bis 3 Metern Beton gehören in das Reich der Fantasie. Mit Blick auf die Wirkungsweise von Sprengstoffen ist das Anlegen monolithischer oder unterirdischer Produktionsstätten auch einfach kontradiktorisch. Das bedeutet natürlich, wenn, wie es ja einmal passiert ist, in der Produktion, beispielsweise beim Walzen oder Pressen, der Sprengstoff explodiert, ist es natürlich, gelinde gesagt, grober Unfug, dort noch einen in allen 4 Seiten großen dicken Beton hinzusetzen, sondern man braucht natürlich eine dünne Wand, wo der Druck entweichen kann, ansonsten wird das komplette Gebäude zerstört. Ja, das ist die letzte Anmerkung ist von mir nochmal. Das war der Vortrag von Norbert Lübcke und fachliche Zusammenarbeit mit Eberhard Detert. Einen der Ölberge haben wir im 3D-Modell nachgebaut, also mit SketchUp. Und dort wird es nochmal ein Video geben, wo genau die einzelnen Prozessschritte gezeigt werden, wie jetzt genau, durch welches Gebäude und so weiter der Sprengstoff hergestellt wird, respektive die Nitroglycerin und die Nitrocellulose und so weiter zusammengeführt werden. Ja, das Video geht noch ein bisschen weiter. Ich blende euch jetzt im Anschluss noch ein bisschen Musik ein. Ihr könnt das weiter verfolgen. Dieses Video stellt dar die Gebäude eines Ölbergs. Ansonsten, wie gesagt, freut euch auf das zweite Video und ich verabschiede mich hier schon und sage Tschüss, Helge. Thank you.
Thank you.